Und damit guten Tag Leute, Leo hier mit einem neuen Gameplay. Auf Steam ist es mal wieder so, dass es halt ein Wochenende gibt von einem Spiel, das halt für 3 Tage dann kostenlos ist. Dieses Mal ist es, ja, was labe ich eigentlich für eine Scheiße, es steht doch im Titel. Killing Floor 2, ich muss wirklich zugeben, das hat mich richtig gefreut, als ich das gesehen habe. Also, ich habe echt Bock auf das Spiel und ja, ich würde sagen, das spielen wir jetzt mal wieder ein bisschen. Ich werde jetzt gleich schneiden, bis die Runde anfängt, denn das dauert hier noch ein bisschen, aber bevor ich das tue, es wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen mehr Killing Floor kommen, denn so ab dem 22. oder 23. fahre ich nach Hause, sprich, da habe ich keinen PC oder ähnliches, das heißt, ich kann keine Videos machen und ich wollte über die Zeit Neujahr und so weiter und so fort, halt Weihnachten oder sowas, da wollte ich einfach nicht aufhören, Videos zu machen, sag ich mal. Also produziere ich jetzt ordentlich vor und teile mir dann die Videos alle so, dass ihr bis Neujahr und ein bisschen nach Neujahr, je nachdem wann ich halt wieder aus den Ferien komme, dann ja, Videos habt. Das werden ein paar mehr Killing Floor Videos sein also, denn das Spiel, das bringe ich ja nicht oft. Ich habe es ja nicht gekauft, aber ich finde es ganz cool. Und ja, das wollte ich nur eben sagen und deswegen würde ich jetzt sagen, ich schneide jetzt, bis es losgeht. Na, super. Gut, das Schneiden hätte ich mir sparen können. Aber egal. Naja. Sehr schön. Killing Floor 2. Ich schätze mal, das Spiel muss ich nicht großartig noch erklären. Oh, hubala, da hat es geleckt. War wahrscheinlich ein Anfangsleck. Ja. Haben sie wahrscheinlich noch nicht gefixt, das mit den Anfangslecks. Aber das ist nicht schlimm. Das, der Ganze ist ja noch im Early Access. Es ist so eines dieser Spiele, die habe ich auf dem Radar. Ich selber halte nicht viel von Early Access, denn ich mag keine unfertigen Spiele, also klar. Early Access ist Early Access, das heißt, die sagen die Leute, jo, das Spiel ist unfertig und deswegen ist das auch okay, dass sie das so vertreiben, sag ich mal. Aber ich bin halt eben kein Fan davon. Na komm. Na bitte. Und naja, um jetzt. Ach scheiße, jetzt bin ich gerade zu konzentriert gewesen, sorry. Ich bin halt kein Fan von Early Access, denn warum sollte ich mir ein unfertiges Spiel kaufen? Dieses Spiel ist eine sehr, sehr löbliche Ausnahme, denn ich sehe hier, was die Leute machen. Das macht jetzt schon ordentlich Spaß. Aber das ändert nichts daran, dass das Spiel unvollständig ist und ich habe keine Lust, mir unvollständige Dinge zu kaufen. Ich hoffe übrigens, dass ihr was seht. Ich habe das Spiel extra sehr viel heller gemacht, als es ist. Also, das müsste hier fast stockdunkel sein. Ich hoffe, das ist nicht so im Video. Also, ich habe das wirklich mit voller Absicht gemacht, dass es so hell ist. Denn im Video soll man ja auch was sehen. Ich kann verstehen, warum es so dunkel ist. Ich meine, das soll ja auch schon ein bisschen Horror sein. Mit den ganzen Monstern und so weiter. Aber naja, ich habe es eben heller gemacht. Also für alle die, die das Spiel vielleicht gespielt haben und wissen, dass es dunkler ist, nicht wundern. Also habe ich einfach nur fürs Video gemacht. So, das sieht aber gut aus. 12 noch, die beiden kippen gleich um. Sie haben übrigens den Gun-Sound geändert, falls ihr das hört. Also ich finde den gar nicht mal so gut, den neuen Sound, aber ist jetzt auch nicht so schlimm. So, 2 noch. Wo denn? Aufstiegskommando, sehr, sehr schön. Hä? Achso, ich wollte gerade schon sagen. So, ab zum Pod. Für alle die, die Killing Floor nicht kennen, jetzt rennt man zu einem Pod. Bei diesem Pod kann ich mir bestimmte Waffen kaufen und das ist gut, denn wir werden die Waffen auch brauchen. Denn selbstverständlich werden die Wellen immer stärker. Ah, leckt immer noch so ein bisschen, ja. Also erstmal Armor, da muss ich unbedingt was haben. Und wir werden uns jetzt mal den dualen 1858er Revolver holen. Das ist eine Dual-Wield-Waffe. Ich schätze mal, das kann man aus dem Namen schließen. Aber auch die duale M9. Ne, Quatsch, 9mm, was laber ich für einen Schmoren. Die Vollauto werden wir jetzt mal. Ich habe nicht mehr viel Geld. Die werden wir mal ignorieren, denn das ist wie gesagt eine neue Klasse. Ne, habe ich noch nicht gesagt, aber dieser Revolver, das ist eine neue Klasse. Und zwar ist das der Gunslinger. Und der macht genau das, was er ist. Der hat nämlich mehrere Waffen, der kann damit rumwedeln und die sind recht stark. Also ich finde die eigentlich ganz cool, die Waffen. Und damit werden wir jetzt mal ein bisschen aufräumen.
Das werdet ihr auch gleich schon selber sehen. Damit können wir richtig ordentlich ein paar Gegner wegfetzen. Da muss man aber auch ganz klar zu sagen, die sind sehr lange... Nee, falscher Satz anfangen. Die brauchen sehr lange, um nachgeladen zu werden. Ich würde aber auch sagen, das ist typisch für Revolver, denn da muss man ja wirklich die Kugeln einzeln nachfüllen, beziehungsweise, klar, Animation ist ein bisschen schneller gemacht, aber ihr werdet es sehen, dass es halt länger dauert. So, tot ist er. Aber das ist hier, jetzt, hier, ihr seht's, dauert wirklich ein bisschen länger. Aber hier kann man richtig schön mit in die Gegner fetzen, das finde ich eigentlich ganz geil an diesem Revolver. Schreibt mir mal bitte übrigens eure Meinung zu diesem Spiel in die Kommentare. Ich habe einen Freund, den habe ich auch schon mal... Nee, Killing Floor habe ich noch nicht mit dem gespielt, aber ich habe ihn halt mal gefragt, was er von Killing Floor hält. Und er sagte, das ist sehr chaotisch und er mag es nicht so. Das mit dem chaotisch kann ich zu 100% bestätigen. Das ist ja jetzt hier noch gar nicht die erste Runde, aber das wird ja noch ein bisschen sehr chaotischer. Aber schreibt mir einfach mal in die Kommentare, was ihr so von dem Spiel haltet. Killing Floor 1 kann ich nicht ab. Also, ich habe auch Killing Floor 1 mal gespielt. Das gab es auch mal kostenlos auf Steam für 3 Tage, für ein Wochenende halt. Und das fand ich echt grauenhaft. Das muss ich zugeben. Das war nicht sehr toll. Aber Killing Floor 2, das macht mir echt Bock. Sonst würde ich es jetzt auch zum Beispiel nicht spielen. So, hier haben wir ein paar unsichtbare Gegner. Hier gibt es mehrere Klassen im Spiel. Ich bin Kommando, das heißt, ich kann mir die unsichtbaren Gegner teilweise ein bisschen anzeigen lassen. So, da haben wir einen. Na. Ey. Sei mal aggressiv hier. Wir killen den mal im Nahkampf. Es sieht immer so ein bisschen so aus, als würde ich derbe sterben, aber das stimmt gar nicht. Also man kann hier schon ein bisschen ordentlich was einstecken. Übrigens sehr entspannende Musik. Ah, schade, da wurde die Bullet Time getriggert und kein einziger Gegner ist in Nähe. Ja, das Team sucht jetzt natürlich nach dem. Sorry übrigens, wenn ich mich ein bisschen erkältet anhöre, aber... Ja, Winter halt, beziehungsweise es wird ja so langsam immer kälter. Und das geht selbstverständlich auf das Immunsystem und so weiter und so fort. Ihr kennt das. Nice. Team hat sie gefunden. Und der Pot ist direkt hier sehr, sehr schön. So, wir werden jetzt mal schauen. Wir könnten uns eine Katana kaufen, aber ich werde das Schädlingsgewehr erstmal verkaufen, denn... ich möchte ein bisschen mehr Bumm haben. Wir können uns jetzt eine richtig geile Desert Eagle kaufen, aber ich würde mal sagen, für wie viel könnten wir das verkaufen? Ah, 75 ist ja gar nichts. Das reicht nicht. Wir verkaufen mal den dualen Revolver trotzdem. Na. So. Dann kaufen wir uns dafür eine Desert Eagle. War ein Witz. Wir brauchen mal eine vollautomatische Waffe. Oder nee, eine Schrotflinte. Oder nee, wisst ihr was? Wir haben noch 26 Sekunden. Ich überlege mal ein bisschen. Wir haben damit, also mit der dualen 9mm, eine ganz gute Waffe. Wenn wir einen Revolver haben, dann verkaufe ich den jetzt auch nochmal. Damit haben wir ein bisschen Money. Kommen wir uns damit vielleicht? Ja! Wollte gerade schon sagen. Nee, Quatsch. Ach, komm, wisst ihr was? Wir überleben diese Runde eh. Ich rieche das. Wir hören uns jetzt mal eine ordentliche Diegel, denn so wie ich das einschätze, sollten wir jetzt hier ordentlich mit Schaden anrichten. 108 Sets müssen wir killen. Ich habe keine Armor gekauft. Egal, das passt. Oh. Okay, ich bin kein Fan vom Sound der Waffe, aber ihr seht das schon, das ist ein ordentliches Teil, was ich hier habe. Damit können wir was anfangen. Oh, nice. Also, der Sound, wie gesagt, finde ich nicht so geil, aber die Waffe fühlt sich sehr gut an.
weiß, dass ich es schon mal in einem Killing Floor Gameplay gesagt habe, aber die Musik, die finde ich eigentlich ganz geil. Also ich bin absolut kein Metal-Fan, also privat höre ich mir absolut gar kein Metal an. Aber das ist recht brutal, das Spiel, und einfach generell, dass diese Musik passt zu diesem Spiel. Deswegen habe ich echt nichts dagegen, dass diese Musik so ist, wie sie eben ist. Ah, keine Batterie mehr. Wo sind denn die Gegner? Es sind nur 61 Sets da, aber ich finde keinen einzigen davon. Ich glaube, ich bin komplett falsch. Ah, ein Screamer. Ja. Na komm, Granate. Meine Fresse, das Ding hat einen Recoil. Na, wir nehmen ja eben unsere duale 2 mm, weil wir es können. Arsch. Hätte ich nicht gemacht. Nice. So, einer fehlt noch. Ach, da ist er. Nice. Also ab zum Pod wieder. Man könnte quasi sagen, wir sind hier gerade in Pod Race. Ah, nice. Ammo haben wir gefunden. Das ist gut, denn jetzt müssen wir nicht mehr so viel Munition. Ach, Quatsch. Geld für Munition ausgeben. Ihr seid Eagle, verkaufe ich. Ich habe 1300. Damit könnten wir uns 2 Magnums nicht kaufen. 112. Machen wir das. 2 Magnums sind cool. Sind cool, aber wir kaufen uns. Nee. Kampfschrotflinte. Wir kaufen uns mal eine Kampfschrotflinte. Stocken alles ab, damit haben wir auch absolut kein Geld mehr. Aber ich würde einfach mal sagen, eine ordentliche Kampfschrotflinte mit einem Visier drauf, Automatikschuss, beziehungsweise halt, damit können wir Bratz, Bratz, Bratz machen. Auch eine gute Beschreibung für eine Waffe. Damit können wir Bratz, Bratz, Bratz machen. Aber ich würde sagen, temporär wird das erstmal Sinn machen. Wir haben ja noch 3 Runden vor uns. Und ich halte jetzt mal eben meine Fresse, meinen Hals. Tut gerade ein bisschen weh. Ammo's fine. Cheers. Yeah. Oh, nice. Das war ein guter Schuss. Whoops. Das war das Zeichen für starke Dämonen. Also jetzt. Oder nee, Sets. Das sind ja Sets. Oh, nice. Oh fuck, da ist er. Nice. Ah, diese Typen nerven, die rennen ab einer bestimmten Schadensgrenze auf einen zu und versuchen einen umzubringen. Ja gut, alles versuchen einen umzubringen, aber die sind halt extrem lästig.
haben keine Muni mehr. Ist aber nicht so schlimm. Wir gehen mal eben Offroad. Ja, ich meine nämlich, da hinten war eine Kiste. Ich habe da gerade irgendwas Grünes in der Ferne gesehen. Heb's auf. Nice. Und damit haben wir... Ah, super. Damit haben wir sensationelle 8 Schuss. Das ist ein Magazin. Na komm, wir erledigen den mal. Nice. Haben so gut wie keine Leben verloren. Die sind da übrigens gefangen, also nicht wundern, weshalb ich die nicht angreife. Noch mehr Munition. Immer willkommen. Mir scheint so, als hätten sie die Schwierigkeit enorm runtergestellt. Also ich meine, das ist ja hier gar nichts. Komisch. So, ich würde aber sagen, wir verkaufen jetzt unsere Shotgun mal und kaufen uns irgendwas Geiles. Für die nächsten 2 Wellen sollte das was bringen. Nice. So. 800 verkauft der Shit. Nice, jetzt können wir uns auch mal einige von den ganz guten Waffen holen. Ich würde aber mal spontan sagen, die dualen Magnums, also 10 Schuss, Magazinkapazität 70. Ich würde einfach mal sagen, ich möchte ganz gerne die Dinger ausprobieren, denn die sehen so aus, als würden sie krank viel Damage machen. Oh gut, 2 Magnums, sind auch 2 Revolver. Aber das sollte jetzt ordentlich was bringen, denn das sind halt die teuersten Waffen im Ganzlinger, in der Ganzlinger Klasse. Also ich gehe davon aus, dass wir jetzt wirklich in die Menge reingehen können und alles wegklatschen können, was so quasi am Leben ist. Zur Map übrigens. Es wird immer dunkler, falls es euch aufgefallen ist. Das ist eigentlich ein ganz cooles Detail. Macht das Gameplay nicht besser oder sonst was, aber ich finde es einfach ein cooles Detail. Ich meine, die Nacht schreitet ja auch voran. Es kommen jetzt also kranke Motherfucker. Hohoho. Oh, okay. Die Nachladezeit dauert noch länger als bei den Waffen davor. Oh, nice. Alter, da kann man ja alles in der Welt zerstören mit. Die Waffen gefallen mir. Oh, damit kann man, glaube ich, auch sogar durch bestimmte Gegner durchschießen. Also durch zum Beispiel 2 Standard... Oh, fuck. So, mit dem sollte man wirklich auch mit dem ganzen Team drauf, denn... Die nerven die Gegner. Ich kümmere mich ja eben um den Screamer. Oh nice, einfach Insta-Kill. Oh nice. Na los, lad nach. Also langsam aber sicher kommen wir in Zugzwang, beziehungsweise es ist noch alles wunderbar, aber endlich mal wird die Schwierigkeit ein bisschen härter. Screamer. Na, scheiße. Ah, komm schon. So, den Boomer killen wir mal. Also ich weiß nicht, ob er Boomer heißt, aber wer Left 4 Dead 2 kennt, der wird ihn wiedererkennen. In den Arsch. Okay. So, Munitionsverschwendung. Oh ja, war es. War einer hier? Nicht. Hm.
Also ich muss wirklich zugeben, diese Magnums gefallen mir, denn die machen einfach eine ordentliche Runde Damage und da kann man sehr schön in die Gegner mit reinballern. Aber sie haben natürlich sehr wenig Munition. Oh, wir haben gerade anscheinend alle Collectibles gefunden. Es gibt bestimmte Collectibles auf Karten. Ich meine, die sind neu. Ich weiß es aber nicht. Könnte jetzt ein bisschen dunkel für euch sein. Miss Uzi aber. Nice. Hau nochmal eine Granate rein, wegen dem fetten Menschen. Richtig, dankeschön. Drei Sets noch, das könnten einfache Gegner sein, die gerade irgendwo auf der Karte rumgammeln. Ich weiß es nicht. Einer noch. Sehr schön. Zwei Wellen also noch. Es gibt übrigens einen neuen Endgegner. Ich weiß nicht, ob er uns erscheinen wird. Ich weiß nämlich nicht, ob das random getriggert ist oder ob das festgelegt ist, aber es gibt einen neuen und ich würde mal sagen, ich hoffe mal, dass er drankommt. So, verkauft die dualen Magnums. Echt coole Waffen, muss ich nochmal sagen. Aber wir kaufen uns jetzt was anderes. Und zwar die Autoschrotflinte, die kennen wir schon. Wir kennen auch schon den Schaden, den die anrichtet. Dementsprechend kaufen wir uns die mal. Also, ich meine, das soll eine USAS darstellen. Wanker. Tja. Das sieht lustig. Wir sind full gestockt. Das sollte eigentlich kein Problem werden. Ist aber auch komisch, dass es hier absolut keine Türen zum Schweißen gibt. Zumindest habe ich noch keine gefunden. Ah doch, gefunden. Das wäre aber eine dumme Idee, denn das ist ja hier quasi so ein Durchgang. Warum sollten wir das zumachen? Okay, anscheinend wollen sie es doch zumachen. Ich wüsste nicht, was es bringen soll, denn eigentlich haben wir kein Problem damit, mit die Mengen abzuwehren. Ja, hat absolut keinen Recoil, das Teil, herrlich. Oh, die Screamer nerven aber auch. Scheiße. Das war Munition gewastet, den hätte ich beim ersten Schuss schon killen können. Nice. Dann haben wir recht zügig Daumen bekommen. Es schade, dass man übrigens keine starken Gegner markieren kann. Also, ich meine, es gibt ja jetzt nicht so viele von denen zum Beispiel. Und dann fände ich es eigentlich ganz geil, könnte man die markieren, sodass das Team weiß. Jupp, da ist einer. Hoppala, okay. Ich sollte aufhören, mit den Leichen zu spielen. Na, Mission geht zu Ende. Ich finde es schade, dass das Messer so klein ist. Wir könnten uns natürlich alternativ auch eine Katana kaufen. Die wird ein bisschen größer sein und dementsprechend würden wir mehr treffen, aber
trotzdem. Es ist ein sehr gutes Team, also die heilen mich auch ständig. Ich müsste das eigentlich mal zurückpayen, diesen Gefallen. Aber die sind auch ständig auf, voll, auf dem vollen Leben. Ah. Weg ist er. Er lebt ja immer noch. Danke. Finish the last ones off, so I can open the trailer for you. Sorry, dass ich gerade so leise bin, aber das Lied finde ich eigentlich gerade geil. Ganz geil im Hintergrund. Okay. Das war ein echt cooles Lied. Find's auch geil, dass es immer oben rechts angezeigt wird. Ich werde nachher im Meditieren des Videos mal schauen, wie das Lied hieß. Mir nochmal anhören. Das fand ich an bestimmten Stellen eigentlich echt gut. Habe ich schon gesagt, dass ihr mal in die Kommentare schreiben könnt, wie ihr so Metal findet? Also ich habe ja meine Meinung schon gesagt. Also, ich habe nichts gegen Metal, hör's aber nicht, aber in diesem Spiel finde ich es aber echt geil. Könnt ihr ja mal reinschreiben. Boah, das ist ja am Arsch der Welt, das Ding. Nice. Gut, lass mich nachdenken, die... Ist ganz geil, wir schauen mal eben nach. Es gibt halt noch nicht so viele gute Waffen, aber ich würde sagen, eine Katana, ein bisschen Petzel Schnetzel geht immer. Eine Granatpistole. Damit können. Ah, zu schwer. Wisst ihr was, das passt aber. Wir machen einen schönen Restock, damit haben wir auch noch ein bisschen Geld übrig. Und damit haben wir jetzt auch eine Katana. Das ist hier Munition. Ah, jetzt habe ich alles gerestockt. Ah, sehr, sehr, sehr ärgerlich. Dann machen wir damit mal ein bisschen Damage. So, 160. Das ist die letzte Welle vorm Endgegner. Nice, damit können wir wirklich... Ah, oh, jetzt ist Bullet Time, Mann. Ärgerlich. Das war das Zeichen. Aber jetzt gehe ich mal lieber wieder zum Team. Eine Katana ist nett, aber wenn so ein recht starkes Monster auf mich zukommt, dann ist die Katana nicht mehr so viel wert. Ah! Natürlich renne ich direkt rein. Und ich habe ihn getriggert. Oh mein Gott. Ich sehe ja nichts. Oh mein Gott, what the fuck? Scheiße, ich wäre fast gestorben. Oh, das war aber gerade nice, das muss ich zugeben.
Das hat zwar fast in meinem Tod geendet, aber ich würde sagen, das war echt effektiv. So, wir hauen ihm aber mal eine Medizin. Na komm, hallo. Ich möchte dich heilen. Da, nice. Scheiße. Oh nice, er ist schon gut angetaggt. Ja, sehr fein. Oh nice, einfach bratz, bratz, bratz. Das ist ein richtig nettes Gefühl. Also man kann diesem Spiel viel vorwerfen. Zum Beispiel, dass es bisher ja eigentlich immer dasselbe ist. Ich meine, man killt ein paar Wellen. Ohne großartig irgendwas Tolles, halt mit ein paar Monster unterschieden, aber das war's ja, aber dieses Gefühl, einfach in die Monster reinzumesseln, ist echt nett gemacht, das muss ich zugeben. Gut, wir haben jetzt keine Munition mehr für unsere Shotgun, das ist aber absolut nicht schlimm, es sind noch zwei Sets da. Ich würde sagen, die suchen wir mal. Am I from Scotland, that cold? Da ist einer, Wenke! Nice. So, das war jetzt quasi alles nur Aufwärmung, denn jetzt kommt der Boss. Und ich bin mal gespannt, ob es der neue sein wird oder ob wir den schon kennen. Die verkaufen wir mal, dann haben wir nämlich richtig krank Geld. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, wir brauchen irgendwas Explosives. Ein Granatwerfer ist nett. Die Katana können wir getrost wieder verkaufen, denn gegen einen Endgegner möchte ich ungern mit einer... Naja, Schrotflinte eintreten, beziehungsweise, klar. Tja, was nehme ich? Ich würde spontan sagen, wir decken uns mal mit Knarren ein, denn die machen ja sehr viel Schaden. Die haben, wie gesagt, nicht so viel Munition, aber wir können damit bei einer recht großen, nee, Quatsch, bei einer recht schnellen Schussfrequenz, bei einer recht hohen Schussfrequenz halt doch ordentlich Schaden austeilen und ich würde sagen, das könnte ganz gut sein. Die haben jetzt zwar höhere Nachladezeiten, wir werden also erstmal die Deagles benutzen. Aber das sollte es eigentlich werden, also wir sind gut vorbereitet, das kann man nicht anders sagen. Jetzt bin ich mal gespannt. I'm back and I've got some new tricks. Nice. Und damit haben wir auch den neuen Endgegner. Der kann sich cloaken, also ihr seht das schon. Also kann sich halt tarnen. Für mich wird er dann angezeigt, denn ich bin eben Kommando. Ich habe diese Fähigkeit. Aber für die anderen könnte das echt nervig werden, denn wir teilen uns nicht. Ich sag mal, wir teilen uns nämlich nicht die Fähigkeit halt, dass die gesehen werden. Ich heile mal eben. Komm schon. So, was ist jetzt der Witz an diesem Gegner? Der rennt jetzt vor uns weg und heilt sich. Und das heißt, er wird mit vollem Leben wieder erscheinen. Und das ist der Witz an... Shit. Und das ist der Witz an diesem Endgegner. Der hat mehrere Stufen, also sprich, wir müssen ihn mehrmals auf fast null Leben runterschießen, bis er dann eben einen bestimmten Zustand erreicht, in dem er sich nicht mehr heilen kann. Das ist der Witz an diesem Endgegner. Ich finde es ganz nett, dass der eben so unterschiedlich ist zu Dr. Voll. Oh mein Gott, was war das? Hey. Oh fuck. Ich werde doch jetzt nicht beim Boss sterben, das könnt ihr vergessen. Scheiße. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob man ihn auch so killen kann. Also sprich, wenn er sich gerade heilen will, dass man den dann erwischt. Ich weiß es nicht.
Ich kann es mir jedoch vorstellen, denn das wird an sich Sinn machen. Aber er hat sich jetzt eben geheilt und das ist scheiße, aber irgendwann kann er sich eben nicht mehr heilen und das wird irgendwann der Fall sein. Ich höre ihn noch. Nice. 3 Granaten erstmal auf ihn. Scheiße, jetzt flieht er wieder. Beziehungsweise, yes. Er flieht wieder. Scheiße. Immer wenn er so schreit, hat er sich schon geheilt. Dann muss man gar nicht mehr großartig sich bemühen. Er steht direkt vor uns, ich sehe das. Oh nein! Scheiße! Da hat er direkt seine Special Ability gemacht, beziehungsweise die Endgegner haben ja mehrere Spezialattacken und da hat er sie eben direkt nach dem Cloaken gemacht. Scheiße! Sehr, sehr schade, jetzt bin ich tot. Ja. Ich würde aber spontan behaupten, wenn mein Team sich nicht so dumm anstellt, sollte dieser Gegner wirklich kein Problem sein. Wir haben den jetzt mehrmals angetaggt, das heißt, er kann sich eigentlich nicht mehr so oft heilen. Ich würde sagen, da es auf irgendeine Art und Weise ja doch schon immer dasselbe ist, den zu killen eben, schneide ich jetzt mal eben, bis er tot ist. Okay, war ein Witz. Warum? Kein Kommentar. Mein Team hat's geschafft. Das war ein sehr gutes Game, das hat mir gefallen. Ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt gedauert hat, aber wir werden jetzt mal sehen, ob ich irgendwas Tolles erreicht habe. Wer weiß. Ich weiß es nicht. Ja, Setschlitzer bin ich, Zerstörer bin ich und Geldsäcke und Kopfschnalzer bin ich. Ah, mehr Messerkills, mehr Pistolenkills, mehr große Z-Kills. Ja, alles in allem eine sehr, sehr gute Runde. Und wie gesagt, ich werde jetzt noch ein paar mehr Gameplays aufnehmen. Und ich hoffe, ihr habt da nichts gegen, aber ich biete euch lieber ein paar mehr Videos von einem Spiel, anstatt dass ich über die Tage gar nichts mehr hochlade, denn ja, das fände ich nicht so geil. Ich hoffe, ihr habt da nichts gegen. Und deswegen würde ich auch sagen, vielen herzlichen Dank fürs Anschauen. Ich bin raus, haut rein.